Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück bei Fissel auf alles furchtbar kommentiert. Ich bin der Daniel, wir haben uns beim letzten Mal ein wenig abgemüht mit dem ersten Dungeon unseres Roguelike-Indie-Titels hier. Wir haben auf jeden Fall auch relativ viele Segen eingesammelt. Ich hoffe, dadurch, dass wir das haben, wird das jetzt zukünftig alles ein bisschen leichter. Aber wir werden sehen. Also, alle paar Räume bekommst du jetzt völlig aus. Oh ja, das klingt praktisch. Wir machen mal weiter. Wir gehen mal in den zweiten Dungeon. Winky Dink. Und ja, mal schauen, wie schnell wir, wie weit kommen. Beziehungen werden vernachlässigt. Oh. Ein Bouquet. Nein, ich wollte eigentlich... Halt, kann ich zurück? Nee, kann ich nicht. Da liegt noch ein Fächer. Joa. Das war mal... Die Animation finde ich jetzt mal cool. Wie der da den ganzen Becher da vom Tisch runtergeschmissen hat. Noch irgendwas, was ich mitnehmen könnte? Bier. Feuerlöscher. Ich glaube, ich probiere das mit der App. Weil so Objekte werfen tue ich ja gar nicht. Ups. Ups. Das ist hier so ein doppelter Schläger. Autsch. Achso, die Kisten mache ich vielleicht mal auf mittlerweile. Da ist ja häufig doch ein bisschen was Nützliches dabei. Oh nein, das ist jetzt wieder so ein Raum, wo alles explodiert. Ich fasse es nicht. Da auch wieder. Ist das fies. Selbstpflege immer gleich, das ist immer die Heilung. Hockeyschläger. Echt? Der Hockeyschläger macht mehr Schaden wie das Schwert. Oh, Moment, ich will nochmal zurück. Da war eine Arme. Stupshaken. Suspekter Hammer. Ja, dann. Okay. Niemanden daten. Oh, jetzt ist mein Hammer kaputt. Moment, hatten wir da nicht nur irgendwie tolle Sachen liegen? Geh nochmal zurück. Oh, Dreizack. Dreizack klingt gut. Was hier? Können wir mit der gar nicht reden? Ja, okay. Na gut, die mag nicht reden mit uns. Dabei wollt ihr doch uns daten, dachte ich. Oh. 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 Huh.
Oh nein, jetzt habe ich alle Waffen sind kaputt. Okay, dann bist du jetzt wohl ein Alkoholopfer. Ach du liebes Bisschen, warum ist denn die Flasche da so am explodieren? Was ist da? Streitkolben, jawohl. Kübelchen, nee. Jetzt ist da nichts mehr Brauchbares dabei. Die sind hier alle Feuer und Flamme. Ah, hoppla, da gehört er zu mir. Ich wollte dich doch gar nicht hier kaputt hauen. Was ist das? Benutze selber ein zusätzliches Mal. Naja, eigentlich. Karo Ass. Ja, komm, nehmen wir das mal mit. Händchen werden gehalten, Kontakt wird vermieden. Kontakt mit Familien passt ja auch irgendwie so ganz bisschen in die Zeit hier, ja? Oh, was macht der denn? Oh, verflixt, habe ich jetzt meinen eigenen hier umgeballert? Ah. Oh ja, ich brauche auf jeden Fall Waffen hier wieder. Ey. Ach nee, tauchen die da von meinem Gesicht auf. Okay, ich muss ein bisschen mit meinem Leben aufpassen, merke ich hier gerade schon wieder, ne? Weil er hat so eine komische Angriffsanimation schon wieder. Oh Mann. Mach glaube ich das, wenn da wieder Massen an Gegner kommen. Das sollte mich das ja stärker machen an sich. Wir alles? Warte mal. Haben wir den noch? Oh. Selbstliebe? Ja, Selbstliebe. Ganz wichtig. Gleich mal zweimal reinhauen hier. Insofern ist das schon ganz wichtig. Der Dreizack. Ja, gehen wir damit.
Achso, Ed. Nee, Ed braucht man nicht. Ich lerne es langsam vielleicht doch, ja. Hm? Ich bin doch schon ausgewichen. Verflixt noch eins. Cubes make everything better. Zwei Handwaffen wie eine Waffen? Yo. Immer doch. Gerne. Aber jetzt wird mal ein Shop nötig und irgendwie hoffe ich, dass ich noch zu dem dritten, der zum Boss-Level kommt. Will zumindest mal sehen, was der kann, wenn ich ihn auch jetzt schon noch nicht besiegen kann. Oder oben Licht. Oh ja, da ist ein Shop, sehr gut. Moment mal, kann ich hier zweimal den... Geht das tatsächlich? Dann nehme ich den Segen hier natürlich. Ups. Ich glaube, ich komme hier eh alles leisten, aber ich lass mir mal was von ihm hier geben. So. Dann sieht das ja hier gar nicht so blöd aus mit den Hitpoints. Sage ich und krieg gleich wieder auf die Fresse. Einen Hockeyschläger mitnehmen? Ja. Oh! Wieso leuchte ich denn hier so? Oh! Da ist die Hand von dem Boss hier schon mal. Oh, 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 wo ist er jetzt hin? Brauchen wir zweimal die Liebe. Oh je. Da geht sie schon wieder hin. Achso. Na, ja, okay, ich hab's doch nicht gelernt. Aktenkoffer noch. Da ist die andere Hand jetzt auch noch. Okay. Ach, hier geht's dann runter. Hier geht's dann runter. Ah, Moment, da ist ja noch ein Shop. Nee, so ein Segendings. So, welche Rolle entzünden den Boden? Elektroschocks. Ja. Waffen. Moment mal, das möchte ich hier vielleicht nicht. Hier nur irgendwas Cooles. Hier, naja, den Stupser da. Hm. Sonst nichts mehr da. Hm, dann nehmen wir den Stupser. Oh.
sagen. Okay. Tupiu. Das ist vielleicht jetzt auch ganz praktisch. Tief hängende Frucht. Nehmen wir den hier. Ich hoffe, jetzt kommt nochmal ein Shop. Ja, es kommt nochmal einer. Einmal. Zweimal. Jetzt müssen wir halt nochmal bei ihm was kaufen. Okay, den Segen. Die Waffe ist vielleicht auch nicht so doof, ne? Wenn man die jetzt noch mitnimmt, die Axt. Stattdessen nehmen wir hier den noch mit. Ja, dann gucken wir uns mal den Boss an. Jetzt schau mal einer an. Blub, blub. Die kleine Spaßbremse ist zurück und will die Party ruinieren. Du hast mir schon meine Maske genommen, blub blub. Aber das war dir nicht genug. Du bist erst zufrieden, wenn Wingeting in Scherben liegt. Dabei wollen wir nur die Menschen zusammenbringen, blub. Jede Dating-App kann das. Aber mir wäre eine App lieber, die keinem manipulativen Ekelpaket gehört. Ach, bloß weil ich meine Begierden nicht verheimliche, bin ich ein Ekelpaket, blub blub. Du wärst bestimmt lockerer, wenn du deine Hemmungen fallen lässt und bei unserer Party mitmachst. Nein, danke. Ich drehe dir lieber den Arsch und hol mir deine Anteile. Dann versuch's doch, Blub. Seit du weg warst, haben wir den Verstärker auf 11 gedreht. Lass es rocken, Freunde. Wer zuletzt tanzt, nimmt die Ballkönigin mit nach Hause. Igitt, Mann. Arsch. Autsch, 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 autsch. Hoppala, jetzt will ich mich. Ja, schon wieder Hände. Oh nein. Jetzt habe ich wieder deren volle Aufmerksamkeit, ne? Ja. Oh, oh, ja, Ecke, Ecke, Ecke. Blöd, 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 blöd. Was? Okay.
Okay, jetzt geben wir die guten Waffen aus hier. Ist das fies hier. Okay, ich habe keine Waffe, nur super. Ja, geil, geil. Ich habe keine Waffe mehr, keine vernünftige. Ja, da hat er mich zerschnippelt. Oh nein. Ach du, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wie soll ich die denn wegbekommen? Jetzt hatte ich doch schon ziemlich gute Segen eigentlich. Okay. Toast ein Chopwitch. Wie haben wir das denn hinbekommen? Totaler Zufall. Ja, für den ersten Run aber erstmal gar nicht mal so schlecht. Das hätte auch noch schlimmer laufen können. Tja, ich stopf hauptsächlich das in mich rein, was ich im Dungeon finde. Das ist nicht gut, Jacqueline. Du brauchst sofort etwas ordentlich feste Nahrung. Feste Nahrung? Aber ist Fissel nicht schon ein Nahrungsersatz? Ich dachte schon, du drückst mir gleich ein paar Dosen in die Hand. Nun also, Fissel kann Mahlzeiten morgens, mittags, abends ersetzen, aber damit meinen wir nicht zwingend jede dieser Mahlzeiten. Avi neigt manchmal zu übertriebenen Marketing-Slogans. Aber keine Sorge, junge Dame, denn Fanar packt dir gleich sein berühmtes Gute-Laune-Lunch-Paket. Boah, im Ernst? Gratis Essen? Für mich? Oh ja, damit bist du gleich wieder tipptopp in Form. Ich will in meinem Büro keine unterernährten Mitarbeiter sehen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Fern. Vielen Dank, ich hatte ja sowas von Kohldampf. Jacqueline, kannst du mal bitte kurz herkommen? Ich glaube, diese ganzen Textbubbles waren ein bisschen falsch angeordnet. Mir platzt gleich der Kragen, aha. Schaden, der eigentlich dich treffen sollte, trifft deine Verbündeten. Ja gut, aber wenn ich keine habe. Verlangsamst Gegner, wenn du ihre Angriffe nur knapp aus... Oh ja, das ist glaube ich ganz gut. Diese Choplins, die bewerfen dich ab und zu auch mit Kaffeedosen, nicht wahr? Ja. Und dieser Kaffee ist der mit Kohlensäure? Ja, die explodieren genau wie deine Fisseldosen und weiter. Hab ich's doch gewusst, elende Scharlatane. IP-stillendes Gesindel. Du musst sie für mich vernichten, Jacqueline. Sie mit deinen eigenen gestohlenen Produkten auslöschen. Jetzt wird abgerechnet und zwar endgültig. Ich glaube nicht, dass Fissel das Urheberrecht für Getränke mit Kohlensäure hat. Hier geht es um das Prinzip, Jacqueline. Plagiare sind keine Bagatelle, sondern das Diebstahl. Bring sie um, bring sie alle um. Alle! Na, na gut. Wir schauen mal, was sich machen lässt. Ich glaube, ich versuche jetzt bei dem Run mal so ein Date-Dings da mal einzugehen, weil ich meine doch, dass das noch ein Bonusziel für den Sumpf ist. Sofern wir jetzt wieder so weit kommen. Da steht der Hund wieder. Den ich mit Sicherheit nicht möchte. Ey! Ich brauche eine kurze Waffe, eine kleine, die schneller angreift. So, super. Gleich wieder das erste Herz verloren. Schaumfinger. Ach, da ist der Shop gleich wieder.
Viel werde ich mir aber noch nicht kaufen können. Geworfene Objekte gehen in Flammen auf, sehr schön. Dreizack. Dreizack braucht man. Die Kamera? Nee. So, dann probieren wir mal hier so ein komisches State aus. Ja, das ist das State-Ziel gewesen. Schön, habe ich jetzt einen Follower. Pfirsich. War der zum Mampfen? Der war wohl zum Mampfen. Huch, da ist die Waffe kaputt. Ist ja auch kaputt. Ja. So, Doppelschläger, natürlich. Was muss, das muss. Knapp daneben. Oh, warte mal, das ist, glaube ich. Damit bin ich ja immun gegen die Elemente, wenn das richtig war. Ja gut. Aber wenn ich erleben, wenn ich verloren hätte, wäre cool gewesen, aber ansonsten war das ja eigentlich. War das ja eigentlich okay. So. Ach man, hey, hallo, ich hab doch gar keine Waffe. Ich kann mich doch nicht mal wehren. Das ist wieder so ein bescheuerter Raum hier. Ja, ja. Oh, nochmal drei, zack. Was ist denn jetzt da? Okay, der brennt doch. Ja, genau, der brennt doch jetzt. Sehr gut. Ja, super.
schmeiße jetzt einfach nur noch an. Huch. Was liegt denn da noch? Ein Feuerwerfer. Okay, oh Mann. Puh. Der Hockeyschläger ist auch mit verbrannt. Ja, wunderbar. Schockierende Antwort. Schaumfinger, na gut. Ja, das wird ein kurzer Run, das sehe ich doch schon. Oh, ja. Ich weiche ihm doch noch aus. Das war ein kurzer Run. Na gut, wir haben wenigstens das Date-Dings da gemacht. Muss ich das zweimal machen? Ach nö.